Ja, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir uns mit Theresa gekloppt und ja, die hat natürlich den Plan ein bisschen umgedreht, den wir vorhatten, also sie als Geisel benutzen, Oscar gefangen nehmen, dann in die unendlichen Weiten ziehen, aber nee, sie meinte sich irgendwie mit den Therion zu verschmelzen und hat sich in eine sehr sexy, Dämonenfrau verwandelt und ja, die haben wir fertig gemacht und jetzt will sich Oscar gegen uns stellen und er meint hier, er will etwas einsetzen, was sich Amatisierung nennt und ja, wer Tales of Systemia gespielt hat, weiß, dass das die Fähigkeit von Soray und Rose war, sich mit ihren Malakim zu fusionieren, was ja eine Art Hauptelement in Tales of Systemia war. Und ja, wir wissen, wie stark das in Tales of Systemia war. Also ja, der will zwar hier mit so 0815 Typen hier nur zusammen fusionieren, aber trotzdem Angst. Okay, er war gerade mitten in der Verwandlung und ich habe ihn unterbrochen, also zeig mal. Ja. Da ist die Windamatisierung. Unvollendete Oscar. Okay. Ja, das sieht aus wie die Windamatisierung. Oh Gott. Der hat sich in Super Saiyan verwandelt. Gerade Magilo weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Das ist voll der Big Deal hier. Ich brauche schon Amatisierung, hallo? Ich kann die Mond verschlingen und so was alles. Der hat ein bisschen mehr aus dem Gefühl. Widerstand gegen Erde, okay. Macht Sinn. Alter. Setzt der Angriff. Der setzt Angriff aus Dings ein. Okay, die Abtei hat also Amatisierung erfunden. Welche später als ein Standard für den Hirten wurde. Interessant. Ach man, ich habe doch L2 gedrückt, man. Die Musik ist auch gerade richtig episch. Falscher Knopf. Au, 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 wechseln. Also nur hast ein paar Mal auf Fresse bekommen, jetzt kannst du wieder gehen. Der hält aber auch viel aus, ey. Oh, oh. Komm her. Wie viel aushält. Oh Gott. Das ist aber so ein kleiner Mindblow, habe ich so gesehen. Ich kann sie nicht wechseln. Ja, hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass hier vorkommen würde im Spiel. Oh ja, boom. Nächste Karte. Magelo, du sollst gleich auf den Weg gehen. Du gehst auf Magilo los, wa? Ja, weg von der. Nein, ich will doch nicht Lapisette steuern. Ich will doch nicht mit Lapisette auf den losgehen, hallo? Boah, ich baller hier nur. So, wechseln, wechseln. Was für die zwei Dinger auf einmal gehabt? Er hat erstmal die Hälfte hier verloren. Was machst du da? Na, keine zweite, ehrlich. Ich hatte doch vier und hab voll auf den drauf gehauen. Ja, okay. In dem Spiel bauen wir wirklich Amatisierung, wenn man irgendwie Velvet hat mit ihren Dämonenhand. Also, das ist schon übertrieben stark. Machen wir hier diese dunklen Sphären angriff hier? Ich dachte mal. Oh Gott.
dachte die ganze Zeit vorhin, das wäre Teresa gewesen. Oh, ey. Ja, keine zweite Dings. Oh, du bist gleich tot. Boom. Aber eigentlich, okay. Haben wir euch Erfahrungspunkte für den letzten Kampf bekommen davor? Was ist passiert? いやリングをくれたの。本当は婚約者に渡す家宝なのに、そうと知らずに私に一番大切な女性にあげるものよって返そうとしたら、あの子、それは姉妹だよって笑って、無邪気でとても優しい子だったのに。 オスカーを殺したな。よくも、よくも、よくも。やめて。殺すな。 クーマの回収は失敗じゃな。先にやったのはそっちよ。だから私はラフィーの弟の。 Okay. Ja, meine Frage, warum sie auf einmal so schockiert war. Weiß ich nicht. Egal. Also das Meister Schmieds, mal für das Aufwerten von Lücken. Ich brauch dich das alles, Mann. Ich kann die nicht aufwerten, Mann. Oh ja. Ja, ich war ein bisschen ruhig, weil ich auch ein bisschen mitgenommen wurde von der Szene hier. Tut mir leid. Das ist irgendwie creepy. Ach, deswegen.
Schon wieder die traurige Musik. Ja, stimmt. Ich habe vergessen, was passiert. Ich bin schon gefragt, was ist eigentlich, wenn jetzt Eterion tot ist? Ja, stimmt, die können den ja neu erschaffen. Mystisches Eis vor die Halbinsel. Jetzt als blühende Zivilisation fährt die Göttin Atomone, die großen Einfluss auf die Kultur und Malakim gehabt haben soll. Vielmehr ist aber für sie nicht bekannt. Oh, perfekt. Warte ich noch, bis das zurück ist und dann. Okay. Neue Therion wird geboren. そもそもテレサがクーマになったのが想定外だ。弟のことがすごく大事だったんだ。ベルベットもテレサ様も。あ、だ、メックス、やつです。兄貴を切りたがる弟もいれば。あんなに。何したエア。問題はこれからどうするかだ。テレサに代わってどこかで生まれるであろう新しいクーマを探すのが規定路線じゃがの。 クーマになれる人間ってすぐに見つかるものなのかな。うん。世界を統一して動いている勢力が未だにカノヌシを覚醒させられないんだ。そう簡単にいくとは思えんがな。だよね。クーマの再生に時間がかかるなら今がカノヌシと戦うチャンスかもしれん。結果的に7つのクーマをカノヌシから引き剥がせたということじゃよ。もっとも それでカノヌシが弱くなったかどうかは確かめてみんとわからんがの。クーマは僕も探知してみる。だから一旦監獄島に戻ろうよ。今はベルベットを休ませてあげたい。そうだな。ある時。Kann er nicht direkt an diesen Punkt hier? Warum muss er immer zur Gefängnisinsel zurück? Weil er ein Ehrenpunkt ist? Oder was? Dann könnte er ja eigentlich hier auch, ne? In diesem Punkt hier nach dem suchen, oder? Ich wollte eigentlich nur einkaufen, aber okay. Taihenda Fukuchou! Zexon-Kou-Kara-Kinkyu-Rennaku!数十人の大魔獣を乗せた船が、タイタニアに向かって出航! Natürlich! 目的は、サイカの剣士の討伐だって! これがバレた。違う。密告なんてしていません。だったら手伝ってもらうわよ。クーマたちを救出しなきゃ。させません。もう何またあんなこと。待て。その情報の出所は警視庁か。おお。いつも取引する商人からです。本来作戦情報は開始するまで部下にも知らせない機密だ。 それが一般人にバレてやる。罠ってこと？種族選択肢はないわ。事情は敵も見抜いている。その上で罠を仕掛けるのは必勝の手段があるからだ。カムイ。今度の敵はカムイを使う大魔師どもかもしれん。あれはゴーマ種でも食いません。いわば
Deswegen war sie so schockiert. Sie wollte ihn nicht töten. ドラゴンの暴走を防ぐために限界を超えた時、器と精霊を自戒させる術を組み込んでいるようじゃ。自戒?そこまでやるのですね。全ては推測に過ぎんが、できるだけ準備を整えていこうぞ。思い残すことがないようにの。 Bienfo ist der Verräter, ne? Warum tue ich meine Gedanken eigentlich offen aussprechen? Das habe ich im letzten Part auch schon so gedacht. はい。情報を漏らしたのがわざとだとして、私たちを放置するのはおかしいですよね。普通、私たちを追い込む作戦を同時に進行するはずです。監獄島の仲間を人質に取ったつもりなのかもしれんが、計略に穴がありすぎる。俺たちがモアナたちを見捨てて逃げたら、 ベルベットを取り逃がしちまうもんな。奴らは本当にクーマを取り返したいのかの。何が引っかかる。なぜメルキオールはアバルに現実をかけベルベットを追い込んだのかじゃ。それはベルベットを捕まえるためでしょ。それが無理なら、あいつを殺して別のクーマを作ろうって腹積もりじゃないのか。じゃが、そこまでクーマを確保したいなら、なぜオルトロスをほっぽっておいたのじゃ。 確かにおかしいな。メルキオールがいたってのに、オルトロスを守ろうとしてなかった。意味がわからない。なんか嫌がらせみたいだ。それこそ意味がないですよ。嫌がらせで私たちが諦めるはずもないですし。いや、案外正解に近いかもしれん。タイタニアへの襲撃も、俺たちへの揺さぶりが目的だとすれば、辻褄は合う。何にせよ。 不吉な予感がするの。わあ、シークフリッドのアマーティ。オスカーが使ったカムイってのは前から研究されてたもんなのか。私は銃殺官なので兵器開発のことは分かりませんが、極秘の研究部門の存在は聞いたことがありました。王国各地からさまざまな文献や古文書が集められ、解読が行われていたそうです。 古代語に精通していたテレサが応援要請を受けて解読に参加したことがあったと。カノノ氏の古文書かな。いえ、詳しいことは教えてくれませんでしたが、精霊の力の制御に関する文献だったとか。確かザビーダのジークフリートも力を制御する道具だったな。だったわな。おそらくその過程でジークフリートの存在を知り、 カムイに応用することを思い。アクティブストーレ。ああ。ジャックはやっぱりなペンドルを使った。あ、やっぱりなんか、そうなんだ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 、そう
Danganronpa, Danganronpa, also da versuchen wir mal das Viech hier zu erledigen. Und vielleicht ein Zombie am Ende, den wir noch getroffen haben. Und was bist du gegen Feuer? Du Feuer ein am besten. Und dein Feuer für Mädel. Ich bei ihr überhaupt Sachen ja geändert. Das weiß noch nicht 1000, okay. Ja, so, ich dachte, da liegt eine Seele, boah. So, wie wir der letzte Mini-Boss immer erledigt haben, dann das fühle ich noch nicht so wirklich auf Angriff aufzuhören. Wer wird, du bist beinahe am Falken, was zum Teufel? Mann, ich drück doch jetzt. Boah. Kollege. Sie hat auch eine zweite Dingens, oder? Versteckt sich in der Baumwelt. Oh, Eisen mit seinen Seelen. Röcher wird vielleicht. Du bist schwach gegen Feuer, aber. Ja, geht schon wieder nicht hier. Ein Zauberkonter, was machst du jetzt? Absorbieren. Verdammt. Da wird nichts mit dem zweiten. Wir schaffen nur einen, ja. Keine Dings. Ach Mann. Warum klappt das nicht? Ich hätte mal will. Oh Mann. Hat man herausgefunden, dass ich irgendwie. Oh Gott, was zum. Auf Zauber einzusetzen, ey. Au, oh mein Gott. Nexa. Warum kann ich die nicht absorbieren? Ich kann die irgendwie nicht absorbieren, was soll das? Was zum? Ey, warum passiert das immer so gegen Ende, wenn ich schon so gut wie gewonnen habe? Ja, guck dir das an. Alter, guck sich da einen an, was das Viech mit uns macht. Alter. Jetzt sehe ich doch jetzt nicht ein. Alter, was ist das? Hör auf damit. Oh mein Gott. Das ist nicht der Seelenbrecher, oder? Was der da einsetzt. Was hört auf zu falken, verdammt. Ey. Hör auf mit dem Angriff, ey. Strike. Strike. Was ist das? Stirb. 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 Danke. Oh mein Gott. Ja, mir fällt gerade ein. Wenn ich auch die SG-Verbrauch verringert. Fällt gerade was ein. Ja. Punkte verschwendet, ne? Ja, wo die habe ich glaube ich gerade erst, ne? Lerngeschwindigkeit. Habe ich sowieso nichts hier zum Lernen anscheinend. Mein Gott, hast du wenig Angriffskraft. Wie ist denn das schon wieder passiert?
Okay. Versuchen wir mal einen Zombie noch zu erledigen. Gucken wir uns nochmal an. Eine zufällige Fähigkeit, die einen SG-Verbrauch bringt. So, jetzt gehen wir nach Abal nochmal. Speichern hier ganz kurz. Und dann knöpfen wir uns diesen Zombie jetzt noch vor. Der da war, wo Artorius Lafayette getötet hat. Dann gucken wir mal, ob wir das schaffen. Was vielleicht mal die Belohnung abholen. Also Geld. Gucken, ob ich neue Sachen kaufen kann. Dann muss ich irgendwann zu diesem Werft zurückgehen, um die Katztruhe zu sammeln. Ja, die, ja, die, ja, die. Ein Haufen nichts in machen, das Gebrabbel. So, wenn ich Glück habe, ist dieser Zombie sehr langsam. Lässt sich voll schnell fertig machen. Hi, was geht, na? Eisenknochen. Ich muss auch, wenn immer lange so einzuleiten. Da bringt es, glaube ich, nicht so. So, anfällig gegen Feuer. Ja. Oh Gott. 63 genau. So alt, ne? Aber sehr langsam. So cool. Verpaut, 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 verpaut. Oh Gott. Das ist ein Angriff, ehrlich. Das ist ein super Angriff gegen uns. Powertreffer hier. Ja. Bin ich auch voll nicht, der Angriff. Ich mal jemand heilen. Das ist auch eine Heile. Ne? Weil halt ja gar nichts, ey. Feuer Face um. Das ist aber einfach bisher. Er lässt sich nicht verdammt nochmal. Er setzt seinen ultimativen Angriff ein, indem er im Boden rumkriecht, ey. Da hat er Magie gerade einsetzen wollen, hab ich gesehen. Schnipp. Schlag, 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 Schlag. Sich nur auf den Boden hauen die ganze Zeit. Wie jetzt zum Beispiel. Verdammt, nein. Wechseln. Ah. Na ja. Der brennt. Der brennt die ganze Zeit. Ja, toll. Das ist ein schwacher Gegner, ey. Das weiß ich nicht. Level 63 war der doch, ne? 63, ja. Ja, komm her. Boom. Das ist ein Gegner für mich, ey. Ja. War den kaputt, Magilo. Wenn ich wissen, mal dieser eine Zauber ist, der macht es wahrscheinlich mit einem Schlag fertig, ne? Oh, bist du schon gleich tot, merke ich gerade. Du bist tot. Und wir haben viele Sachen gelernt, sehr viele Sachen. Ja, früher Schwierigkeit oder höher, eine zufällige Fähigkeit, die es erlauben kann, annullierten Schaden zu reflektieren. Cool. So, irgendwann wird Lernfähigkeit erhöht. Nein, okay. Was ist das stärkste Moment, das hier, ne? Ne. Und auf an, ne? Oh, Lerngeschwindigkeit. So, ah, jetzt haben sie hier noch nicht. Mal wieder offscreen ein bisschen leveln, ja. Oh, das war Neues gewesen, okay. Nee, Flopring hatten wir doch schon vorher, oder?
Schalen bringen das nicht. Eisen auch nicht. Nehmen wir den. Animalia Ring. Gut. War ja doch erledigt. Gut, langsam schmälert sich die Liste. Jetzt kann ich in Hella West, glaube ich, wieder rumlaufen, ne? Wo aus irgendeinem Grund wir letztens hier durchgeskippt sind. Ich wollte eigentlich hier so ein Dings suchen. Warte, wo finde ich hier die Expedition? Genau, darauf wollte ich noch warten. Dings, Olivenöl, Linse, Regenbogen, Schnecke in Knoblauch. Direkt mal wieder hinschicken. Ja, 20 Minuten. Jetzt brauche ich das nicht mehr. Ich bin gleich hier am Beenden. Ich glaube, hier habe ich immer Dings. Also immer einmal vor der letzten Aufnahme, glaube ich. Ich bin geportet, wenn ich hier so Dings sehen will. Mal. Noch mal zu verkaufen. Ich muss mal Läden hier abschicken. Warte mal. Ist hier so ein Kartenspieltyp? Okay, anscheinend nicht. So, bam, 13.000. Goldfresse. Die muss ich hier alle noch haben, verdammt, ey. Aber ich... Normal Schwieriger oder höher, die Beutrat ist vom Charakter getragenen Ausrüstungstyp. Ja, ehrlich, danke. Einsatz von Seelenbrecher Seelen einzubauen. Ja, leck mich! Das sind alles so gute Sachen. Die Fähigkeit aus den die finalen Schaden verringert. Toll, ich muss da hin, ey. Kann nicht wahr sein. Gut, aber ich würde sagen, boah, meine Kehle ist schon wieder im Eimer. Ich beende den Part hier. In der nächsten Folge werde ich wahrscheinlich wieder ein bisschen hochtrainiert haben und so. Ein paar Sachen, da liegt was. Ein paar Seelen gesammelt haben, ein paar Sachen gemeistert haben und so, und ja, ist noch eine Truhe, würde ich sagen. In der nächsten Folge machen wir uns dann auf zur Titania wieder. Geht das nach dem Plan? Ja, gut, ausgezeichnet. Dann würde ich sagen, ich beende den Part hier und war gerade okay. Wollte schon sagen, und würde mich freuen, wenn ihr ein Like, ein Abo, ein Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen würde. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.